Ja, da sind wir wieder, immer noch in der Hölle, im Kampf gegen Raphael. Und ich denke, es sieht ganz gut aus. Yogi ist ja noch da und an unserer Seite. Wir stehen alle noch. Hoffnung hat noch keinen Schaden genommen. Also schon, aber hat sich auch wieder geheilt. Und ja, wir schlagen so langsam seine Lebenspunkte weg. Benutzen. Okay. Okay. Habe ich das so richtig gemacht? Ich habe das nie benutzt. Das muss ich auf mich machen, oder? Ja, garantiert kritischen Treffer. Benutzen. Okay. Zu beenden. Benutzen. Angriff. Benutzen. Angriff. Angriff. Benutzen. Was mache ich denn? Ich mache Hieb oder Wucht mit meinem Schwert. Stoppaktion. Inventar. Was macht man mit so einem Schwert denn? Hieb. Schließen. Okay. Benutzen. Okay. Zug beenden. Blood comes easy these days. Benutzen. Okay. Ah, schade. Okay, das habe ich befürchtet, dass wenn ich das Bannlied mache, dass das dann die Hintergrundmusik die gute wegnimmt. Schade. War nicht so gut. Schade, schade. Na gut. Okay. Benutzen. Angriff. Zug beenden. Okay. Benutzen. Weiter. Warum immer du jetzt nach rechts gewandert bist? Benutzen. Okay. Zu weit weg. Stoppaktion. Benutzen. Okay. Okay. Benutzen. Okay. Angriff. Zug beenden. Trotzdem gestorben, Mist. Also nicht gestorben, aber down. Okay. Angriff. 4% Chance, man kann es ja mal testen. Na gut. Springen. Okay. Zug beenden. Benutzen. Okay. 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 Angriff.
zu beenden. Okay. Shit. Oh, bitte, 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 bitte. Springen. Okay. Benutzen. Okay. Ich möchte, dass du überlebst. Zu beenden. Oh nein, bis auf Gail sind alle down. Yugi natürlich da, aber der holt mich ja nicht hoch. Ah, ah. Es lief so gut bis dahin. Nein. Nein, Hoffnung ist gestorben. Im wahrsten Sinne gerade. Meine auch. Och nö. Ich meine, ich habe ja am Anfang der Folge gespeichert. Beziehungsweise am Ende der letzten. Das heißt, von da aus könnten wir es nochmal probieren. Weil ich finde es echt schade, wenn Hoffnung halt stirbt. Nummer 4. Man kann sie halt auch nicht wiederbeleben, soweit ich weiß. Also, wenn ich jetzt Schriftrolle, kann ich halt auf sie nicht anwenden. Benutzen. Ja, nur spielbarer Charakter. Stoppaktion. Stoppaktion. Das heißt, auch wenn Gail jetzt irgendwie uns halt heilen würde und wir... Raphael hat halt so viele Lebenspunkte nicht mehr, ne? Vergleichsweise. Auch wenn er, also das wäre jetzt sozusagen noch zu schaffen, könnte ich mir vorstellen, aber ich will es eigentlich halt nicht ohne Hoffnung machen. Spielstand laden. So, die Frage ist, was machen wir jetzt anders, ne? Rechts. Zurück. Benutzen. Benutzen. Okay. 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 Ich meine, das war ja in Ordnung. Benutzen. Angriff. So viel dazu. Zu beenden. Okay. Angriff. Benutzen. Angriff. Angriff. Benutzen. Okay. Angriff. Benutzen. Okay. Das wahrscheinlich auch gegen das Feuer, was er macht, nicht hilft, aber... Zug beenden. No more deals, it's over. The final act, you're doomed. No more grace. Jetzt bräuchte ich dieses Heiligtum. Hab ich ja nicht. Benutzen.
Okay. Angriff. Benutzen. Okay. Okay. Zug beenden. Okay. Okay. Benutzen. Darf sie das? Okay. Ah, ich hasse es, dass sie das nicht auf sich selbst machen kann. Doch. Also es ist irgendwie nicht so ganz klar. Es heißt kein Ziel, aber es geht dann doch. Also vielleicht, weil es nur so ein Anhängsel ist. Benutzen. Okay. Okay. Zug beenden. Okay. Angriff. Verdammt. So viel zu diesem Scharlach-Dingens, ne? Das hat letztes Mal besser geklappt. Blöd, blöd, blöd. Benutzen. Zurück. Okay. Zug beenden. Schade, hat Yogi gemacht? Der macht nicht so viel, ne, oder? Zum Glück ist er noch betäubt, ne? Was hatte das nochmal ausgelöst? Ich weiß nicht, aber... Kann sein, dass es die Zeldas war. Speichern. Das ist diesmal unser Vorteil. Das hat einfach zu wenig, ja, ne? Zu wenig Chance. Angriff. 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 Übersicht. Verwenden. Schließen. Zug beenden. Verwenden. Benutzen. Okay. Angriff. Zug beenden. Okay. Links. Beutel öffnen. Verschieben. Nicht ziehen, egal. Verwenden. Ah, ich kann mich nicht mehr bewegen, echt jetzt. Wäre ich bloß weiter nach da gelaufen, wusste ich halt nicht. Mach mich fertig. Okay. Ich wollte ihn halt auch nicht zu nah ranholen, aber es wäre wahrscheinlich eh egal gewesen, ne? Ah, ist jetzt nicht wahr, ne? Beutel öffnen. Hast du? Verwenden. Links. Gucken, dass ich Astarion nicht treffe. Angriff. Schön, ich glaube, der Kerzenständer hat mehr abgeregt als alle anderen. Zug beenden. Zug beenden. Ich weiß ja nicht, ob er auf sie geht, wenn sie ihn angreift oder ob es unabhängig davon ist oder ob es halt daran liegt, dass wenn wir alle down sind, dass er dann auf sie geht. Ich weiß es halt nicht, ne? Speichern. Benutzen. Okay. Angriff. Zug beenden.
Übersicht. Verwenden. Zu schließen. Benutzen. Okay. Angriff. Oh mein Gott. Er kann so gute Angriffe, so starke machen mit dem Bogen, besonders im Hinterhalt. Ach, anderen Fehlschlag. Zu beenden. Ich bräuchte echt mal so einen richtigen guten Treffer von ihm. Yogir macht halt Vergiften, aber er ist halt immun dagegen. Angriff. 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 Benutzen. Okay. Zug beenden. Where do we go from here? Benutzen. Okay. Angriff. Benutzen. Benutzen. Okay. Okay. Zug beenden. Okay. Weiter. Okay. Okay, Lyselle hat das Meister abbekommen. Bitte nicht Hoffnung, bitte nicht Hoffnung. Links. Okay. Step by step. Öffnen. Verwenden. Angriff. Nice. Das haben wir gebraucht. Danke, Gale. Zug beenden. Oh, wenn jetzt... Speichern. Wenn jetzt Hoffnung ihn tötet, das wäre richtig gut. Das würde ich ihr so gönnen, auch rollenspieltechnisch. Benutzen. Vor. Angriff. Ah, schade. Benutzen. Okay. Zug beenden. Benutzen. Angriff. Das gibt's nicht wahr, ne? Ich glaube, ich werde nochmal Präzision oder sowas bei ihm verwenden das nächste Mal. Übersicht. Hab ich bestimmt auch noch einen Trank für. Verwenden. Zug beenden. Schließen. Zug beenden. Oh, ich hätte. Ach, ich bin blöd, ich hätte ihn aus dem Feuer daraus holen sollen. Okay, Yugi hat ein bisschen Schaden gemacht. Ein Lebenspunkt. Angriff. Dankeschön. It's absolutely preposterous that any of us are alive. That we were not. Pinch yourself and check we're not dreaming the last of our lives as we die screaming. Nicht kneifen. Wir sind am Leben, Hoffnung, wir haben es geschafft. So unglaublich es ist, wir haben Raphael besiegt. Ich hätte einen härteren Kampf erwartet. Ich fand eigentlich, also bis auf, ich meine, wir mussten nur einmal neu laden. Ich denke, das ist gar nicht so schlecht. Das war halt ja diese eine schlechte Turn kurz am Schluss. Aber ansonsten ist es ja tatsächlich nicht so schlecht. Aber einfach war es wirklich nicht. Eins. You are wide awake. And Raphael truly is defeated. Eins. Then we're not just fine, we're spectacular.
What a wonderful, jubilant, glorious day. But my poor sister, Carilla. Yeah. It is not right that she died. And that makes me want to weep an ocean. Tut mir leid. Sie hat ihre Wahl getroffen, als sie sich an Raphaels Seite stellte. Ich glaube nicht, dass wir sie hätten retten können. Zwei. When we were children, she always kept the last piece of pastry for me and bloodied the nose of the bullies who pulled my hair. She was my sister. But as a wise woman once said, there's no point in crying over spilt blood. We must go on. And despite all the years I've lost, I have enough love in my heart to guide you home. For the first time since you heard her voice, hope seems calm, and the peace flows from her into you. Soothing your very soul. Ihr solltet mit mir kommen. Wohin werdet ihr gehen, wo ihr nun frei seid? Was habt ihr jetzt vor? Lebt wohl und viel Glück. Zwei. Zwei? Nowhere but here. I don't quite think I know where anywhere else is anymore. With a lick of paint and a thorough cleaning, this could be a lovely little house. And I can hardly leave. After all, who would ever want to think of hell without hope? I hope I'll see Carilla again one day. And that she'll say sorry. And I'll tell her she's forgiven. I hope I find all the pieces of my mind that fell out of my head over all those years. And that I'll be able to put myself back together again. I hope the echoes of pain will fade, and memories of sorrow will die, and that you'll visit me here someday. And I hope you have a happy ending of your own. Dankeschön. Handschuhe des Seelenfangs. Deine waffenlosen Angriffe birken Energieschaden. Das ist schön, wenn man waffenlos kämpft, also Mönch zum Beispiel. Einmal pro Zug gewinnst du beim waffenlosen Treffer 10 Punkte zurück. Und Konstitution plus 2. Okay. Okay. Yazelle. Benutzen. Okay. Sorry, Lisel. Speichern. Wir müssen noch Yugi danken. Reden. Seems like a good moment to talk. What if? You fought well. We could use such strength in the blood war. Now I'm free of Raphael's blasted contract. I can return to the front lines. Ihr habt euch eine Pause verdient. Ich habe meine eigene Front, zu der ich zurück muss, in Baldur's Tor. Viel Glück, Yogi, ihr seid ein großer Krieger. Ihr geht nirgendwo hin und ich werde diesen Ort von allen Teufeln befreien, euch eingeschlossen. Oh, man kann sich jetzt echt nochmal gegen ihn wenden. Nein, so natürlich nicht. Viel Glück, Yogi, ihr seid ein großer Krieger. Drei. And you are a worthy ally. Whoever your enemies are, they have good reason to fear you. And I'll gladly lend you my skills against them when the time comes. Until then, good luck to you, little rabbit. You're a finer hunter than any wolf. Wir haben ihn jetzt auch als Verbündeten. Wie nice, okay. Irgendwie geht's Lisel nicht so gut, kann das sein? Okay, die abgetrennte Seele kann ich auch nicht heilen erstmal, ne? Erst denn mit langer Rast. Öffnen. Rechtsklick. Okay. Bericht für Raphael. Irgendwie ist durchgesickert, dass sich der orphische Hammer im Haus der Hoffnung befindet. Die Kunde macht nun auf dem Schwarzmarkt von Baldur's Tor die Runde. Was die Quelle der Gerüchte angeht, habe ich zwei Verdächtige. Zum einen Gortasch, der natürlich viele der Geheimnisse des Hauses kennt. Zum anderen diese käufliche Diabolikerin Helsig, von der ich glaube, dass sie Gortasch geholfen hat, die Krone von Kasus zu rauben. Hat sie, ja. Vielleicht hat Gortasch ihr dabei vom Hammer erzählt.
Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass es Helsig war. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn sie etwas besitzt, was Geld wert ist, findet sie einen Weg, es zu verkaufen. Und eine Möglichkeit, Orpheus zu befreien, könnte einen sehr hohen Preis einbringen. Corella. Schließen. Okay. Ja, für Helsig, für ihre Hilfe, haben wir ihr auch noch den Panzerhandschuh zu geben. Okay. Den kann sie gerne haben. Ein arabellanischer trockener Wein. Einstecken. 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 Klein bisschen Gold hat er dabei. Ist wahrscheinlich nur so ein bisschen Taschengeld. Die Höllenlichtrüstung. Und du bist im Tragen dieser Rüstung geübt. Okay. Also ich könnte die auch tragen. Infernalische Rache. Wenn dir ein Rettungswurf gelingt, brennt der Zauber circa 3 Züge lang. Starke Ägis des Feuers. Du bist gegen Feuerschaden resistent und kannst nicht brennen. Du leistest 3 weniger Schaden durch alle Quellen. Und fliegen. Einstecken. Da haben wir seine Bücher, seine Tagebücher, 3 Stück. Rechtsklick. Okay. Ein Kapitel aus einem Tagebuch, das in Raphaels ausschweifende Handschrift verfasst ist. Ich habe zwar über viele köstliche Jahre hinweg das Netz meiner vertraglich zugesicherten Vorlieben sehr weit ausgeworfen, doch nie fühlte ich mich derart zu Sterblichen hingezogen wie jenen, die mit einer Larve infiziert sind. Diese ganz besonderen Fische platschen ihrem Untergang entgegen auf einen von jedem Köder unbefleckten Stahlhaken zu. Nochmal. Diese ganz besonderen Fische platschen ihrem Untergang entgegen auf einen von jedem Köder unbefleckten Stahlhaken zu. Wie sie sich gegen die Strömung wehren, wie unerbittlich ihre Kraft, ihr Ziehen, ihr dunkler Sog. Am anderen Ende der Angelrute, die Illithiden. Ihre Tentakel müssen beben wie abgekühlter Wackelpudding, ob der Aussicht auf noch mehr Fang. Mehr und mehr jeden Tag entlang des unruhigen Flussufers. Dieser Prozess hat einen Namen, den ich nun laut koste, um mir seinen Geschmack auf der Zunge zergehen zu lassen. Zeremorphose. Ich werde diese Entwicklung gerissen zu nutzen wissen. Denn wo der Haken blitzt, wo der Tod so nah ist, welcher Gedanke könnte deinem Verstand des zappelnden Fischs größer sein, als der, gerettet zu werden? Schließen. Rechtsklick. Okay. Letzte Nacht träumte ich von einem Fluss. Hüfthoch wartete ich darin. Rostige Haken hoben sich aus dem Wasser wie die schiefstehenden Zähne eines uralten, kranken Unterwasserwesens. Der Mond über dem Fluss brach knackend auf. Und Feuer flog heraus, auf dem stummlige Flügel Tumba wie wahnsinnig zwitschernde Küken. Sie verwandelten sich in wackelnde, längliche Gebilde, so wie Spermien, doch als sie das Wasser berührten, wurden sie zu Fischen mit orange-goldenen Schuppen. Es ertönte ein Rauschen und Zischen, das dunkle Wasser loderte, als seien die Fische Streichhölzer und der Fluss eine Schlange aus Öl. Aus den Flammen kamen mir die Belarvten entgegen. Einer sprach für die anderen, deutete auf die schmelzenden Haken, blickte plötzlich zu mir, und in diesem Blick erkannte ich, ich war bezwungen. Nach dem Aufwachen ist mein Mut so gefestigt wie nie. Selbst jetzt noch treibe ich meine Pläne für die Belarvten voran. Ich bin Raphael. Ich bin nicht so leicht zu bezwingen. Schließen. Nun. Rechtsklick. Rechtsklick. Okay. Und das letzte Kapitel aus dem in Raphaels Handschrift verfassten Tagebuch. Da und dort wird seine sonst so gefasste Handschrift steif und erratisch, als sei der gelegentlich von mächtigen und unerwarteten Emotionen ergriffen worden. Die Geschichte spitzt sich zu, so sagt man, vollkommen unzureichend. Die Geschichte wandelt sich, sie fluktuiert. Nicht weniger als 13 Variationen habe ich ersonnen, wie ich die Krone von Karsus in meinen Besitz bringen könnte. Doch im Tumult dieses ewiglich fließenden Stroms von Plänen stelle ich der sorgfältigste aller Fische fest, dass mein anvisierter Fang schlüpfrig ist, schwer zu fassen.
trotz Kooperation solch köstliche Vieldeutigkeit und Überraschung. Doch der Haken hat sich verfangen. Der Untergang durch die Zeremorphose ist abgeklungen und doch konnte sie nicht vorhersagen. Oder konnte sie? Konnten sie es? Dass sie durch die Abkehr vom Fluss in Wahrheit das Aquarium willkommen geheißen haben? Ich bin hier der Meister, ein Prinz des Falschens, in List und Tücke gehüllt, wie in purpurnen Satin. All das liegt verborgen unter köstlich offensichtlichen Wahrheiten, die sich nicht abtun lassen. Und so kurbelt der Fischer. Die Belafen sind mein Fang. Sie können sich winden, wie sie möchten, zappeln, wie sie wollen, mit all ihrer Kraft springen und sich schütteln, ganz gleich. Bei allen stinkenden Flammen der Hölle, ich lasse mich nicht bezwingen. Schließen. Ich finde es auch echt eigentlich schade, dass er da tot ist. Jetzt, ne? Ein bisschen. Hätten wir nicht irgendwie zu einer Übereinkunft kommen können. Okay. Schließen. Umdrehen. Öffnen. Ich glaube, das war es auch so an Loot. Okay. Dreh links. So, Hoffnung ist, glaube ich, schon im Hause unterwegs hier, ne? Und wir verlassen die Hölle. Okay. Okay. So you wormed your way into the Devil's Lair. Risked mind, limb and freedom. All to steal the Orphic Hammer. I hope your ambitions end there. I have already told you that the Githyanki Prince only wants to see you dead. But it seems you still do not trust me. Open the prism. I trust Gith's heir over a wretched geek. No. His domination is what keeps you free. You know this already. Still, you would test our alliance. You are falling into the same trap as the Chosen. Their distrust of one another is their undoing. We must not make the same mistake. We must work together. Ich arbeite mit euch zusammen, ich werde euch nie vertrauen. Ich verspreche, den Hammer nicht zu benutzen, nach dem ganzen Aufwand. Ich habe nie um euch gebeten. Wie auch immer, Orpheus verdient die Freiheit. 4. And what then? When he wakens from his incarceration, what do you think he will make of you? The one who bears the spawn, his very nature bends him to revile. And even if you survived him, what of the Elden Ring? Without the protection I leverage for you, you would be enthralled in an instant. Also gut, ihr habt recht. Nö. Ich meine, er hat schon recht, aber ich finde einen anderen Weg. Ohne ein Gesenke zu missbrauchen. Zwei. Careful. You will make a mind flayer laugh. You may think yourself ingenious for having slain a devil. But you have merely ironed out a wrinkle. The Elder Brain will not be such an easy foe. It is time we resume our journey to find it. Ja, schön. Heißer Abgang. Lizelle, tut mir leid, sie windet sich. Ja, du darfst gleich rasten. Ich wollte vorher noch unter der Helsing ihre Belohnung geben. Zuvor machen wir aber eine kleine Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.